Sonette sind Gedichte mit einem bestimmten Aufbau. In diesem Video wird das Sonett erklärt. Besonders in der Epoche des Barock findet das Sonett großen Anklang. Was die Menschen in dieser Zeit bewegte, erklärt euch das Epochenvideo zum Barock. Wichtig, damit ihr die folgenden Begriffe versteht, ist eine Grundkenntnis der Lyrik. Wenn ihr euch nicht sicher seid, schaut am besten auch kurz mein Lyrikvideo an, das erklärt euch die Fachausdrücke. In der Videobeschreibung findet ihr auch nochmal alle Links. Ganz grob sieht ein Sonett so aus. Insgesamt hat es 14 Verse. Die ersten zwei Strophen bestehen aus je 4 Versen, sind also Quartette. Die letzten beiden Strophen bestehen aus je 3 Versen, sind also Terzette. Die einzelnen Strophen weisen dabei auch nochmal bestimmte Strukturen auf. Innerhalb der Quartette reimen sich je der erste und letzte sowie der zweite und dritte Vers aufeinander. Würde man die Reime mit einzelnen Buchstaben versehen, dann wären die Reimreihenfolgen also A, B, B, A für Strophe 1 und C, D, D, C für Strophe 2. In den zwei Terzetten reimen sich je die ersten beiden Verse der zwei Terzette innerhalb der Strophe. Die beiden dritten Verse reimen sich strophenübergreifend. Das klingt komplizierter als es ist, mit Buchstaben versehen wären die Reime pro Vers also EEF für Strophe 3 und GGF für Strophe 4. Das wohl bekannteste Sonett aus dem Barock ist das Gedicht »Es ist alles eitel« von Andreas Gryphios. Er hat das Gedicht 1637 geschrieben, wundert euch also nicht über die eigenartige Schreibweise. »Itz und« oder »itzt« heißt »jetzt« oder »heute«. Du siehst, wohin du siehst, nur Eitelkeit auf Erden. Was dieser heute baut, reißt jener morgen ein. Wo Itze und Städte stehen, wird eine Wiese sein, auf der ein Schäferskind wird spielen mit den Herden. Was Itz und prächtig blüht, soll bald zu treten werden. Was Itz so pocht und trotzt, ist morgen Asch und Bein. Nichts ist, das ewig sei, kein Erz, kein Marmorstein. Itz lacht das Glück uns an, bald donnern die Beschwerden. Der hohen Taten Ruhm muss wie ein Traum vergehen. Soll denn das Spiel der Zeit der leichte Mensch bestehen? Ach, was ist alles dies, was wir vor köstlich achten? Als schlechte Nichtigkeit, als Schatten, Staub und Wind, als eine Wiesenblum, die man nicht wiederfindt. Noch will, was ewig ist, kein einig Mensch betrachten. Als barockes Gedicht weist dieses Sonett nicht nur seine Entstehungszeit aus, sondern auch die behandelnde Thematik. In diesem Gedicht erkennt man die Grundstruktur des Gedichts sehr gut. 4 Strophen, die ersten 2 Quartette, die letzten 2 Terzette. Die Reime der Verse A, B, B, A, C, D, D, C, E, E, F und G, G, F. An diesem Gedicht erkennt man aber auch das Versmaß ganz gut. Die Betonung der einzelnen Verse liegt auf jeder zweiten Silbe. Zum Beispiel in Vers 1, du siehst, wohin, du siehst, nur Eitelkeit auf Erden. Unbetont betont ist der Jambus. Hier haben wir pro Vers 6 betonte Silben im Jambus mit einer sogenannten Zäsur nach der dritten Hebung. Das nennt man Alexandriner. Falls ihr Hilfe mit den Versmaßen braucht, erklärt das jetzt eingeblendete Video euch die häufigsten. Inhaltlich spiegelt sich auch ein Unterschied zwischen den ersten beiden und den letzten beiden Strophen wider. Eitelkeit heißt in der alten barocken Bedeutung Vergänglichkeit. In den ersten beiden Strophen werden reine Zustandsbeschreibungen geschildert. Alles sei vergänglich, wird in sechsfacher Variation erklärt, nichts bleibt, wie es einmal war. Im ersten Terzett folgert dann das lyrische Ich die rhetorische Frage, ob der Mensch das Rad der Zeit überhaupt überstehen wird. Im letzten Terzett dann erklärt er selbst, kein Mensch wird die Ewigkeit erfahren. Falls ihr Hilfe bei der Interpretation von Gedichten braucht, geht in die Videobeschreibung, dort findet ihr die Links zu allem anderen erwähnten Videos. Und jetzt viel Erfolg